Geil, hat er erstmal gegähnt in der Aufnahme, wie Hammer. Was? Ja, Leute. Nimmst du schon auf? Hallo und herzlich willkommen bei der Vollversion von Roach Legacy. Ich wollte sie eigentlich schon längst rausbringen, die Folge, aber so. Und ja, und ich habe gerade die zwei Idioten im TS, merkt man vielleicht so ganz dezent. Zwei Idioten, klar. Ja, ist so. Schlauer als du. Na, er ist auch allein schlauer. Ja. Aber das ist egal. Ich bin so verdammt müde. Oh, Alter! Macht euer Handy aus, verdammte Scheiße! Moment mal. Ich muss eh noch was an der Lautstärke drehen hier. Das ist ja unerträglich. Game pausiert. Ja, Mann! Ich mute. Ja, hab ich doch, Mann! Es kommt bei euch da eh zeitverzögert an. Ich musste die Steuerung übrigens umstellen, weil in der Demo-Version konnte man noch Shift. Nicht der Zuschauer, frage ich mich. Keine Ahnung. Scheiße. Ist egal. Auf jeden Fall ist die Qualität jetzt deutlich schlechter und ich kann es mir nicht angucken. Wovor habe ich denn FIFA geschlossen, Alter? Ja. Wie, die Qualität ist schlechter oder besser? Nein, besser. Achso. Also bei mir laggt es jetzt. Ja. Achso, ich hab's auf 5000 Kilobit hochgeschraubt, meine Fresse. Ich krieg ja eh keinen Schaden. Ja, danke schön. Ja, das ist jetzt nochmal das Intro, wie gesagt. Wir haben nochmal neu angefangen jetzt im Prinzip mit der Vorversion. Genau. Ja, aber die Demo-Version war so sieht's aus. In mancher Hinsicht besser. Zum Beispiel konnte man, wie gesagt, nur die Shift-Taste benutzen. Die hatte ich dafür, damit man schlagen konnte. Und ja, jetzt muss man hier so einen Scheiß machen mit D, also das ist uncool. Das Einzige, was cool ist, man kann auch den Downschlag, braucht man jetzt nicht mehr irgendwie seine Finger verkreuzen hier. Man muss einfach nur noch runter tippen. Also, Fips, das ist eine Steuerung, mit der wärst du nicht... Fips, das ist eine Steuerung, mit der wärst du nicht zurechtgekommen, sagen wir es so. Okay. Ich spiele jetzt trotzdem FIFA weiter. Ne? Ich spiele FIFA, das ist alles im Sinne des Fips. Sismus. Finde ich gut. Oh. So. Rind, kannst du es wenigstens sehen? Er zockt bestimmt auch was anderes. Ja, okay. Lass mich heute hier allein. Ist egal. Er hat was geschrieben. Na, Moment. Ich muss sagen, aha! Ein Bossgegner im ersten Raum. Im Bossgegner? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Jupp. Herzchen. Warum redest du nicht, Anton? Scheiße, ich hab deinen Namen gesagt. Scheiße. In der Aufnahme, ihr könnt es, ihr seid aber. Was geht denn mit dem Typ? Ich bin tot. Das ist doch. Wollt ihr mich verarschen? Wer hat denn das Spiel so schwierig, scheiße schwierig gemacht, Mann? Ich nicht. Wollt ihr mich verarschen? Alter! Ab und zu will ich dich verarschen, ja? Ja, wir müssen den Troll payen. Rein damit. Wo ist das Rind jetzt eigentlich? Das Rind? Es hat im Test geschrieben. Ja, das weiß ich. Hat Jupp Herzchen geschrieben. Jupp. Ja, Herzchen. Ist super. Ist einfach super. Reicht halt, ne? Ich weiß. Er traut sich nicht, was zu sagen. Das wird sein. Das wird sein, Alter. So. Ja. Und nee, das traut sich nicht zusammen, verdammte Scheiße. Ich hab Tourette. Ja, du hast auch Tourette. Ja, ohne Scheiße, in-game habe ich gerade Tourette. Oh mein Gott, der ist alleine vorm Tor und macht er ihn rein? Natürlich nicht. Wer spielt schon FIFA und ich bin wieder gestorben. Ich bin so schlecht, Mann. Ich kommentiere gerade das falsche Spiel, oder? Es hat irgendwie gepasst. Nein, ich glaube, das mit dem Schuss hat nicht gepasst. Nein, das nicht. Er hat Schuss gesagt. Scheiße, geil. Ich verstehe das mit dem Schuss irgendwie nicht ganz. Tipps. Ja? Werd du erstmal gay, dann weißt du das. Achso, hat das wieder was damit zu tun? Wahrscheinlich. Hm. Ich weiß es nicht ganz. Okay. Versteh ich. Ja, ist so. Aua, jetzt kommt ein Zombie raus, das kann nicht wahr sein. Hey, geil. So, ich mach alles kaputt. Ich mach alles kaputt hier. Den Typen würde ich gerne auch kaputt machen. Dankeschön.
Ich vergewaltige gerade schon wieder meine Tastatur, Mann. Rind. Bestimmt hat... Sprich mit uns! Nee, nee, das ergibt... Will sich bestimmt nicht selber hören im Livestream. Scheiße, scheiße, scheiße! Ja, aber wieso redet er dann nicht mit uns? Ich weiß es. Ja, weil er sich nicht selber hören will. Vielleicht ja, dann kann er durch den Livestream... Er ist ja auch einfach nur extrem müde und möchte seine restliche Energie, die er noch hat, nicht verschwenden, um mit euch zu reden. LOL. Du redest ja mit den Zuschauern. Ja, genau. Hey, was geht? Du, ja. Du zu Hause. Ja, dich, Mann. Ich finde dich ganz süß. Mein Schmusebärchen. Ja. Das kam irgendwie echt komisch rüber. Ist so. Habe ich Lautsprecher an. Das kam wirklich ziemlich was komisch. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass die Bilder jetzt nicht mehr die Bilder behalten, sondern zu diesem fiesen Typen werden, der dem Türsteher, der uns am Eingang immer abfängt. Type? Ja, der zieht mir immer mein Milchgeld ab. Mein Milchgeld? Auf dein Butterbrötchen mit deinem Tupper durchziehen. Da ist er dabei und macht er ihn rein. Natürlich nicht. Alter Pips. Du machst ihn auch nie rein. Du machst auch alles falsch. Nee. Okay, ich will jetzt mal über nichts äußern, wo ich keine Ahnung habe. Back du erstmal deinen Kuchen weiter. Der Kuchen ist fertig und du hast das Bild gesehen, du warst neidisch. Ich war nicht neidisch, ich hab Hunger gekriegt. Du warst neidisch, damit, dass du nicht so einen tollen Kuchen backen kannst. Damit deine Mama auch mal stolz auf dich ist. Ich kann den backen. Aber nicht so eine Schokotorte, Mann. Du so eine Schokotorte backst, dann will ich das in der WG dann sehen. Nein, ich bin gestorben, Mann. Scheiß Stachin. Kommt das Rind auch? Was? Ja. Kommst du zu unserem Schokokuchen? Ja. Ich bin der Schokokuchen. Können wir an den naschen? Nein. Ah, Leute, Themawechsel bitte. Das wird jetzt wirklich... Ach, du bist voller Langweiler, Mann. Nein, ich find's nur irgendwie komisch. Ja, egal. Dass ich vom Rind naschen will? Alter, ich raste aus. Geh doch voll ab hier. Da könnte ich meine Tastatur durchbrechen in der Mitte, Mann. In der Mitte? Scheiße. Es ist irgendwie lustig. Nein. Es ist irgendwie lustig, wenn was zerstört wird, ich weiß auch nicht. Ich finde es alles lustig, alles. Nein, ich finde es nur lustig, wenn irgendwas zerstört wird. Geht doch. Mann. Scheiße, was war das denn für ein Run gerade? Geht doch. Boah, das war ja... Ich muss mich erstmal mit dem Stier zurechtfinden. Habe ich ja noch nie gespielt. Ich habe 20 Gold, kann man nichts anfangen. Na, bist halt arm. Und dann ging er in dieses Schloss und alle fragten sich nur, wo hat der nur dieses Schwert her, Mann? Ja. 12,99 € auf otto.de. Alter, ich hasse das, ne? Genauso wie verdammte Axt, Mann. Ja. Was? Die Fußballer haben Äxte? Ja, Fußballer haben Äxte, damit sie sich das Bein abhacken können, wenn sie zu schlecht spielen. Und das nennt man dann berufsunfähig, oder was? Nein, das nennt man Trotteligkeit und Tor! Das nennt man dann Berufsunfähigkeit. Sieht das ein bisschen aus oder so? Nein. Kannst du gar nicht. Will ich auch hoffen. Du gehst so tot haben, Mann. Ah, scheiße, jetzt ist das Bild lebendig geworden. Sollte ich auch mein Ticket abgehen, oder? Jetzt musst du vorabragen, vielleicht dir dein Bein abpacken, keine Ahnung. Nee, das machen die Fußballer mit der verdammten Axt. Ja, du bist auch so ein. Du bist doch ein Fußballer. Oh, scheiße, was war das denn? Theoretisch ein Fußballer. Ja, ich spiele nur Fußball. Aber ja. Ich hack mir nicht das Bein ab. Was dein Fehler wahrscheinlich ist. Aua. 3-0, geht doch, Mann. Geht doch. Das ist einfach dein Fehler, Mann. Du hackst dir das Bein nicht ab, deswegen gewinnst du auch nie. Ja, daran liegt's bestimmt. Ja. Das wäre denn Suizidgefahr, oder? Suizidgefahr. Quatsch. Wer sagt denn sowas, Mann? Spellfound. Ist das eigentlich Verstümmelung oder wie man das nennt, wenn man sich das eigene Bein... Ich weiß es nicht, ich glaube ja. Schöne Themen hier, du. Ja.
Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Ach, reden wir einfach mal über Verstümmelung. Ist ja egal. Macht ja nichts. Ich hasse diese Bilder, Mann. Diese Bilder, wie viel halten die auch aus, Mann? Bilder! Ich hab das schönste Tor in meinem Leben gemacht. Gestern! War einfach so schön. Ja. Also in FIFA. Achso. Das war so traumhaft. Oh! Da kriege ich gleich einen Kälteschock und muss mich zudecken. Lol. Ja, ich habe eine Decke an meinem PC. Oh! Man soll nochmal sagen, ich wäre schwul, Mann. Scheiße. Bin ich schwul. Hat ein Deckchen an seinem PC. Ich bin gestorben. Ich hab nicht Deckchen gesagt. Ich hab Decke gesagt. So eine rosa, ne? Hat er deine Mama gestrickt? Mit Blümchen, ja. Ja. Nee, meine Oma. Eine Oma. Oh. Wie niedlich. Ich weiß. Scheiße, Mann. Ja. Ja. Themen hier, Weltfrieden oder sowas? Nein, ich bin gerade so völlig geflasht von diesem neuen Spiel, Junge, das ist so... Ist ja auch so neu. Nein, das also die, also es ist irgendwie. Es ist neu. Die Vollversion ist ja jetzt erst rausgekommen. Ach, die Vollversion, bla bla bli blub blub. Blub blub blub, hab ich mir vorbestellt, ja? Bla bla bli. Weißt du, Mann? Dir vorbestellt? Mir vorbestellt, auf Humble Bundle. Echt jetzt? Ja, Mann. Ich würde meine Website oder mein sonst irgendwas niemals Humble Bundle nennen. Humble Bundle? Das ist ein Humble mit einem Bundle. Ich habe keinen Bock mehr auf FIFA, obwohl ich gewinne. Das Spiel heißt ja Roach Legacy. Und es ist von Kellador Games und es wurde auf Humble Bundle veröffentlicht. So. Ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Und bin Fips. Und das interessiert auch mich. Und bin Fips. Ich atme. Was schreibt ihr denn jetzt schon wieder im TS, Mann? Nicht. Lästert ihr da über mich? Oh. Ja, wir lästern. Ja. Ganz böse. Du F, du. Du F? F, Alter. Boah, jetzt habt ihr mich aber hart gedisst, boah, Junge. Nee, auch. Aua. Ich hab mich schon wieder. Oh ja, das bin ich. Wie blöd kann ein Tod sein? Ist echt ja, so. Hoffentlich. Hast du richtig verkackt, ey. Ja, das magst du, ne? Ja. In dem Spiel gibt's schwule Spieler, ohne Scheiß. Ich weiß. Ist echt so. Die haben eine Fähigkeit, das ist eine Fähigkeit, gay zu sein, Mann. Nein, das ist keine Fähigkeit, das ist ein Status oder so. Nein, eine Fähigkeit. Ja, ich habe mich informiert. Ja, Fähigkeit, Status. Nein, das ist eine Eigenschaft. Eigenschaft. Nein, Einstellung, wenn überhaupt. Ja, stimmt, Einstellung, sowas. Über was reden wir hier, Mann? Über die Eigenschaften eines Ritters. Und dass der eine Ritter schwul ist. Na, was heißt der eine? Da sind ganz schön viele schwul. Aber der hat doch eine Schleife auf dem Kopf. Ohne Scheiße, das fällt mir gerade erstmal auf. Der Typ ist mir nicht nur eine Schleife auf dem Kopf. Ist mir eben das aufgefallen, wie geil. Das sind die wirklich männlichen Ritter. Oder warte mal, nee, es ist ja... Es ist eine Frau, also vom Schrei her. Das heißt, das Spiel dient ja alle Klischees. Es gibt Lesben, es gibt Schwule, das ist Wahnsinn. Echt, gibt's Lesben? Ach, mein Rücken tut. Ja, sie ist ja weiblich und da stand gay, also ist sie... eine Kampflesbe sozusagen. Das ist mies. Ja, aber stimmt doch. Sie kämpft und ist eine Lesbe, also eine Kampflesbe. Die noch mehr über 70, genau. Oh, wie geil. What the fuck, was hat denn der Typ da? Ey, ich würde das mal wegmachen. Sieht ungesund aus. Objekte failed, no fighting. Was? Was? Scheiß, Mann. So na gut. Ich aber auch müde. Ja, wir können halt die Folge beenden. Also das war jetzt so ganz geil so. Es war keine Facecam. Ich wollte erst eine Facecam machen, aber Fips ist doof, deswegen. Ja. Ja, nur weil ich keine Facecam hatte, wollte er auch keine Face machen. Nee, so ist das. Game. Ja, normalerweise würdet ihr jetzt... Ich kann das gar nicht zeigen. Hier ist gar kein Mauszeiger. Das Spiel ist ja schlau. Ah. So, Leute. Dann sehen wir uns. Oh, ich bin müde. Scheiße.
beim nächsten Mal wieder bei Road Legacy. Morgen dann so oder so. Ja, haut rein. Ne? Ja, haut da. Ciao. Tschüss.